Ich bin wie so oft wieder sauspät dran mit dem Deathstream Recap. Hier im Video findet ihr dennoch alles Wichtige aus dem Stream und was das heutige Update so mit sich bringt. Ein herber Rückschlag für alle, die sich schon auf das Duviri-Update gefreut haben. Der Release wird von diesem Winter auf nächstes Jahr verschoben. Viele werden hier mit Sicherheit die Hände überm Kopf zusammengeschlagen haben oder sogar in die Tastatur gebissen. Ich persönlich finde das Ganze jetzt nicht so tragisch, denken wir hier zum Beispiel an Titel wie Cyberpunk 2077, die viel zu früh veröffentlicht wurden. Wünschenswert ist es dann aber auf jeden Fall, wenn Duviri dann komplett ohne Bugs und weitere Verschiebungen erscheint. Hier das alte Dev-Team, so finde ich, zumindest einen riesen Fehler gemacht, Duviri überhaupt zu teasern. Das Ganze wurde ja so dermaßen gehypt und leider nichts geliefert. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr von der Verschiebung haltet. Dennoch gibt's hier einen Wermutstropfen, wir erhalten trotzdem ein Update vor Weihnachten. Lua's Prey wird sich das Ganze nennen. Mit diesem Update bekommen wir Warframe Nummer 51, Voruna. Ich meine, ihr wisst ja schon, dieser Wolf-inspirierte Frame, ich bin schon echt gespannt. Des Weiteren gibt's neue Skins, zwei neue Überlebensmissionen, in denen wir unter anderem unsere Necromex benutzen können. Bei den Skins freue ich mich schon sowas von auf den Xaku Deluxe. Wenn der nur ansatzweise so nice aussieht wie im Stream, werde ich mich wohl oder übel direkt verlieben. Unser immer hungriger Freund Grendel bekommt ein Rework, auch hier bin ich übelst neugierig, wie das Ganze wird. Schnacken wir aber noch fix über den Wolfframe Varuna. Sie erscheint mit ihren zwei Signaturwaffen, einer Sniper und einer Nahkampfaxt. Im Hintergrund seht ihr das Early Work in Progress Modell. Für mich hat das jetzt eher weniger was mit einem Werwolf zu tun, sondern eher mit einem Beastmaster bzw. Predator Mix. Oder eben die alten Rüstungen der Krieger aus World of Warcraft Cataclysm. An ihr sieht man vier verschiedene wolfsähnliche Schädel. Jeder soll für eine andere Kreatur stehen, die Varuna wohl beschwören kann. Diese haben sogar Namen, und zwar die, die es bei der Abstimmung zum Namen des Frames nicht auf Platz 1 geschafft haben. Ich hoffe, ich spreche hier auch hier richtig aus. Falls nicht, ihr kennt das ja, verbessert den Deutschlehrer gern auch unten in den Kommentaren. Hätten wir zum einen Raksha, Dainara, Lykat und Ulfra. Bei einer ihrer Fähigkeiten soll man ähnlich wie zum Beispiel bei Xaku und Co. durchswitchen können, was den Spielstil Varunas ändern wird. Ich hoffe nur, wir bekommen hier keine Korra 2.0. Aber wird sich leider erst zeigen, wenn der Frame im Spiel ist. Die neuen Survival-Missionen werden sich laut DE ein klein wenig anders anfühlen. Neben der Nutzung des Necromex wird alle 5 Minuten ein spezieller Gegner spawnen, den es zügig umzuklatschen gilt. Denn er soll laut Stream unser Überleben deutlich erschweren. In diesen Missionen wird man auch Varuna farmen können. Fühlt sich für mich aber eher gesagt wieder nach einem, irgendwie spielt keiner Necromex. Wenn ihr den neuen Frame aber haben wollt, müsst ihr unbedingt mit ihm spielen. Hoffentlich, also bitte DE, kann man auf die Max verzichten. Aber gut, ist ja bekanntlich Geschmackssache. Im Stream wurde auch über das Update, das natürlich heute erscheint und kacke, ja Mann, ich bin wirklich wieder sauspät dran gesprochen. Es wird neue Nama-Missionen geben. Ein neuer Alternativhelm für Styanax und eine Überarbeitung zweier Bosse in Warframe. Diese könnt ihr in den Karl-Mission beschwören, natürlich jeweils nur ein. Die beiden kennt man übrigens aus der Void-Sabotage-Mission. Mit ihnen kommen auch zwei neue Waffenskins ins Spiel, einmal für Sniper und einmal für die Zweihandhammer. Das Ganze soll ein bisschen mehr Variation in die Karl-Mission bringen. Also nicht immer nur suche 5 davon oder bringe 5 hiervon. Die E möchte einfach ein bisschen mehr Action und wie schon gesagt mehr Abwechslung in die Karl-Mission bringen. Finde ich persönlich wirklich klasse, denn hat man die Mission ein paar Mal gemacht, werden diese echt schnell langweilig. Für Fashion-Begeisterte wird es noch einige Archon-Ephemeras geben, die sich wohl nach den verbauten Scherben richten sollen. Juhu, direkt wieder protzen in Warframe. Nee, aber mal im Ernst, die sehen ja schon schick aus. Bleiben wir aber noch kurz bei Fashion. Die Protokollserie, die Digital Extremes irgendwann mal, ich weiß gar nicht, vor 4, 5 oder 6 Jahren gezeigt hatte, kommt jetzt auch endlich ins Spiel. Das sind Skins für verschiedene Waffen, die sich an Real-Life-Knarren anlehnen. Und so bei einigen bin ich wirklich gespannt. Die Pistolen oder sowas, das könnte schon eine feine Sache werden. Leider gab es nichts Neues zu Crossplay und Crosssave, also bleibt alles erstmal unverändert, aber es wird ja schon zwischen PC und Xbox fleißig getestet. Wenn ich das gerade noch richtig in Erinnerung habe, soll dann aber auch Anfang des Jahres mehr und mehr dazukommen. Für all die Masochisten unter euch, Selbstdamage in Warframe kommt zurück. Man wird sich mit den Explosionswaffen nicht direkt selbst töten können, aber 75% weniger HP tun halt schon ordentlich weh. Je weiter die Explosion von euch weg ist, umso weniger Schaden drückt sie euch rein. Das war's wieder, kurz und knapp alles zum Deathstream und heutigen Update. Für noch mehr Warframe-Content gönnt euch die Endkarte. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zuschauen, wünsche gute Drops und bis zum nächsten Mal.